Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Alexeys Tech. Heute mit dem Unboxing vom iPad Mini. Jetzt geht's los. Viel Spaß! Ja, so mini wie das iPad ist auch der Karton geworden, denn der ist wirklich sehr flach, flacher als vom iPhone 5. Ich bin gespannt, wie die das alles hier reinbekommen haben, aber das sehen wir ja jetzt. Ich habe das Ganze geholt am Apple Store am Rhein Center in Köln und da war es wirklich sehr überschaubar erstmal. Wir waren um 6 Uhr circa da und also da waren ungefähr 20 Leute vor uns. Und der am längsten da gestanden hat, der war gestern um 15 Uhr, also am Vortag um 15 Uhr schon da. Und ja, hat dann sehr, sehr lange gewartet. Und wie gesagt, 6 Uhr hat gereicht. Nachher wurde es dann voller, also wo es dann auf 8 Uhr zuging, da wurde es dann wirklich ziemlich voll. Aber die Leute waren sehr optimistisch, was das iPad Mini angeht und kamen also alle sehr spät. Wie gesagt, 6 Uhr war auch noch. Bei mir 2 Stunden vorher hat auf jeden Fall gereicht. Und hier haben wir auch schon das iPad Mini in Schwarz. 16 GB Wi-Fi. Die 3G- bzw. LTE-Variante kommt ja später. Und ja, wie gesagt, mega klein, ziemlich leicht. Und schauen wir uns natürlich gleich an. Dann haben wir hier das Lightning-Kabel. iPad Mini hat natürlich auch den Lightning-Anschluss jetzt. Und haben hoffentlich hier noch, genau, das Netzteil ist das gleiche wie vom iPhone 5, also nicht mehr das große, was ja beim iPad 4 jetzt quasi dabei ist und beim iPad 2. Das hier ist quasi der kleine Stecker. Und ja, wie gesagt, Lightning-Kabel, ein paar Anleitungen wie immer, das Ganze kennen wir ja schon. Gucken wir uns aber trotzdem mal an, iPad Mini, iPad Mini, iPad Mini. Info, bla bla, Sticker, auch immer schön. Kann man alle mal sammeln und irgendwann keine Ahnung wohin kleben. So, legen wir das mal zur Seite und kommen natürlich zum iPad Mini. Und ja, haben wie gesagt hier die schwarze Version. Ach, wunderschön, das Geräusch. So, hier haben wir es auch schon. Das ist echt, echt cool, muss ich sagen. Also klar, man hat es ja da schon gesehen, aber... Die Kante ist genau wie beim iPhone 5, angeschliffen leicht. Hinten das Schwarz, auch wie beim iPhone 5. Die weiße Version vom iPad Mini ist ja sehr begehrt, in Anführungsstrichen, momentan, denn die wurde in geringeren Stückzahlen ausgeliefert. Gravis hat anscheinend gar keine bekommen, so wie es Twitter quasi zu entnehmen ist. Und ja, die Größe wirklich perfekt, ihr seht das hier, ich meine, ich habe jetzt ja, nicht ganz große Hände, aber schon größere Hände und es passt wirklich in eine Hand. Und also ich denke mal, wie gesagt, für die ganzen Apps und Spiele wird es ziemlich cool werden. Und schon haben wir auch jede Menge Fingerabdrücke hier drauf. Sieht schon aus, als wäre es schon 3 Tage alt. Nee. Ja, Lightning-Connector haben wir natürlich hier unten. Wir haben die Lautsprecher, hinten das Apple-Logo. Oben haben wir den Kopfhöreranschluss, Mikrofon, glaube ich, genau. On-Off-Button, die Kamera und... Hier noch die Volume-Buttons und den Mute-Switch ist es ja gar nicht, Rotation-Lock, genau, beim iPhone ist es der Rotation-Lock, beim iPad. Und ja, das war das Unboxing, angeboxt haben wir das Ganze, weiter geht's natürlich mit Review und Hands-On und habt ihr nicht gesehen alles. Das gibt's in den nächsten Videos, wenn ihr dabei bleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren, freue ich mich immer drüber. Und schaut auch mal bei Facebook und Twitter vorbei, da habe ich heute nämlich zum Beispiel den ganzen Verlauf vom Apple Store ausführlich dokumentiert. Sowas erfahrt ihr alles über Facebook und Twitter, Links stehen unten. Ansonsten, wie gesagt, dabei bleiben, wir sehen uns in den nächsten Videos. Haut rein, bis dann.